war wichtig, den Film heute zu sehen und die Fragen aufzuwerfen, die aufgeworfen worden sind. Was die eine Frage an mich gerichtet betrifft, so kann ich sie natürlich auch nicht beantworten. Natürlich weiß ich, dass es eine Gewalt gibt, die sich aus dem Islam rechtfertigt. Aus einem Islam, der sozusagen von jedem dieser Gewalttäter selbst interpretiert wird. Wogegen ich mich wehre, ist der islamische Terrorismus. Dieser Begriff schafft genau diese Situation, in die wir hineingeraten sind, nämlich in eine gesellschaftliche, in eine pauschale gesellschaftliche Konfrontation zwischen denen und uns. Deswegen weigere ich mich eben erstens vom Terrorismus zu sprechen. Warum weigere ich mich? Weil es keinen Menschen gibt, der als Terrorist geboren ist. Wenn ich den PLO-Terrorismus sehe, den PKK-Terrorismus, dann weiß ich, dem ging es etwas. Ich persönlich habe mit Herrn Öcalan als Terrorist gesprochen im August 1994. Da wurde auf mein Institut geschossen in Hamburg. Heute verhandelt die türkische Regierung mit Herrn Öcalan. Herr Arafat war auch mal ein Terrorist. Ohne Arafat am Ende gab es keine politische Lösung. Und wenn ich das Jahr 2002 mal rekapituliere, ich habe das wirklich Tag für Tag verfolgt. 2002 war das Jahr vor dem amerikanischen Überfall auf den Irak. Ich habe das auch in einer Chronologie festgehalten. Tag für Tag wurde die Gewalt exzessiver. Je näher es kam, je mehr der amerikanische Aufbau stattfand, je klarer es wurde, dass es kein Zurück geben würde. Angesichts einer Situation, in der wir fassungslos gegenüberstanden. Bis der Terrorismus in Bali, in Afrika angekommen war, alles in einem Jahr, auch bei uns am Ende angekommen war. Das heißt, hier muss man nach den Ursachen fragen. Was macht die Menschen zornig und was macht sie am Ende gewalthaft? Und was lässt sie aus einer Religion, die nun wirklich eine Religion ist, von einer Milliarde Menschen, wie wir eine christliche Religion, eine buddhistische und andere haben, was bringt sie dazu, aus dieser Religion Gewalt zu machen? Deswegen spreche ich ungern vom Terrorismus und schon gar nicht vom islamischen Terrorismus. Jeder Gewalttäter ist zunächst ein Gewalttäter, wenn er Gewalt tut. Und dass der eine das aus dem Rahmen, aus dem Nationalismus heraus tut, der andere aus dem Sozialismus, der andere aus dem Islam. Viel mehr Menschen sind im Namen der Nation umgebracht worden, als im Namen des Islams. Denken wir doch mal an unser eigenes Jahrhundert. Wie viele Millionen Menschen haben wir im Namen der Nation? Die Nation ist eigentlich etwas Schönes. Die Romantik hat von der Nation geträumt. Wie viele neue Menschen haben wir im Namen der Nation umgebracht? Wie viele Millionen Menschen hat Stalin im Namen des Sozialismus umgebracht? Der Sozialismus ist etwas Schönes, ist eine Idee, die großartig ist. Und da kommen jetzt Menschen und bringen andere Menschen um im Namen einer Religion, die sie in einer gewalthaften Weise interpretieren. Verstehen Sie? Und deswegen, und das möchte ich hiermit schließen, ich bedanke mich auch nochmal bei dem Film. Und so wie Sie den Film verstanden haben, auch Ihr Publikum, dass es ein Beitrag zur Verständigung ist. Ein Beitrag, eine Aufforderung, rational miteinander umzugehen, genau nach Tätern zu schauen und zu sehen, sind sie Täter, sind sie nicht Täter, aus welchen Motiven heraus sind sie Täter. Und das ist die Aufgabe des Bürgers. Und in diesem Sinne nochmal schönen Dank und Ihnen natürlich nochmal schönen Dank.